dem König euren Wunsch oder bringt die Klage vor, die euch herführt. Tretet vor! Nun? So sprich doch endlich, Vater. Jetzt sage, was du willst. Meine Zeit ist kostbar, Bauer. Dies ist meine Tochter und ich bin ein armer Bauer. Aber wir haben kein Land. Du bist ein Bauer und hast kein Land? Das ist aber nicht gut. Das meinte meine Tochter auch. Und darum hat sie mir aufgetragen, ich sollte den Herrn König um ein Stückchen Land bitten. Und warum soll ich dir das geben, Bauer? Das Stückchen Land. Weil wir so arm sind, Herr König. Und weil wir dachten... Was dachten wir, meine Tochter? Ja, wir dachten, unser Herr König ist so reich, dass ihn ein Stückchen Land nicht ärmer macht. Und darum dachten wir weiter, dass uns ein Stückchen Land schon sehr viel reicher macht, hat meine Tochter gesagt. Damit hat deine Tochter recht. Sie ist klug, deine Tochter. Minister, bring mir die Landkarte. Sie, Bauer, dies ist mein Reich. Und weil du mir leid tust, will ich dir ein Eckchen Land schenken. Das kannst du mit deiner Tochter bestellen. Oh, mein Herr König. Dieses grüne Zipfelchen hier soll dir gehören. Danke, mein gnädiger Herr König. Was sagst du dazu, Tochter? Der Herr König ist sehr gütig, großmütig und weise. Sie ist sehr klug, deine Tochter. Komm, Vater, lass uns an die Arbeit gehen. Je eher wir den Acker gehackt haben, umso eher können wir Korn darauf sehen. Und desto eher können wir auch ernten. Das macht Freude, liebe Tochter, das eigene Land zu graben. Aus reinem Gold. Gold? Reines Gold. Du bist ein Glückskind, meine Tochter. Ja, Vater. Nun hat die Armut ein Ende. Aber hör, mein Kind, weil unser Herr König so gnädig gewesen ist und uns diesen Acker hier geschenkt hat, da müssen wir ihm den Mörser dafür geben. Sei nicht dumm, Vater. Wenn du den König den Mörser bringst, so wird er dich nach dem Stößer fragen. Wie kommst du darauf? Wir haben ihn ja nicht. Das wird er uns nicht glauben, weil zum Mörser immer ein Stößer gehört. Er wird denken, dass du ihn zurückbehalten hast. Jetzt lass mich in Frieden mit deinem Stößer. Ich bring dem Herrn König den Mörser und damit basta.
Immer willst du es besser wissen und musst das letzte Wort haben. Außerdem, Mauser, hast du nichts gefunden? Nein, Herr König. Sonst nichts. Nichts? Weißt du denn nicht, dass zu jedem Mauser ein Stößer gehört? Weißt du das nicht, Bauer? Hm? Ein Stößer. Jetzt stellt sich der Tölpel, als wüsste er nicht, was ein Stößer ist. Minister, zeige ihm einen. Das hier, das ist ein Stößer. Und so einen Stößer sollst du mir für diesen Mörser bringen. Aus Gold. Wie kann ich ihn bringen, wenn wir ihn nicht gefunden haben, Herr König? Dir wird das Lügen schon vergehen. Oh, Herr König, ich lüge nicht. Ich habe den Stößer wirklich nicht. Erbarmen, Herr König, erbarmen. Ihr habt gerufen und schon bin ich da. Was befehlt ihr, Herr König? Werft diesen Mann ins Gefängnis und gib ihm 2-mal am Tag 10 Hiebe mit der 9-schwänzigen Peitsche. Oh, oh, ich armer Mann, das halte ich nicht aus. Oh, ich armer so Mann. So lange, bis er den Stößer herbeigeschafft hat. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Und was ich nicht habe, das habe ich einfach nicht. Weg mit ihm. In den Block mit ihm. Ich will nicht in den Block. Ich will nicht in den Block. Oh. Hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Oh, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Er isst und trinkt nicht, sagst du? Ja, Herr König. Und immerfort schreit er, ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Bring ihn mir mal her. Und schon bin ich auf dem Weg, Herr König. Und schon bin ich wieder da, Herr König. Sprich, Bauer, und dass du mir die Wahrheit sagst. Warum schreist du immerfort, ach, hätte ich doch nur auf meine Tochter gehört? Was hat deine Tochter gesagt? Ja, sie hat gesprochen, ich sollte dem Herrn König den Mörser nicht bringen. Sonst müsste ich auch den Stößer herbeischaffen. Hat sie das gesagt? Ja. Ja, ja, das hat sie gesagt. Sie ist klug, deine Tochter. Wahrhaftig, das ist sie. Ich soll dem Herrn König den Mörser nicht bringen. Hat sie gesagt. Wenn du so eine kluge Tochter hast, so lass sie herkommen. Ja, worauf wartest du noch? Fort, fort, schick sie her! Mörder geworden, Vater. Komm, ich werde dir eine ordentliche Mahlzeit bereiten. Nein, 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 mein Kind, das geht nicht. Du musst sofort zu unserem Herrn König. Was? Ich soll zum König? Ja. Ja, wieso denn? Weil er mit dir sprechen will. Und weshalb? Das weiß ich nicht. Ich verstehe nicht alles, was die hohen Herren so denken und sagen. Ja, wäre ich so klug wie du. Das war's. Unser Herr König hält dich für klug. Ach, was redest du denn da, Vater? Doch, doch. Ja, weil er dich für klug hält, will er mit dir sprechen. Sofort, in dieser Minute. Lauf, mein Kind, zum König. Aber schnell. Halt, halt, Schuhe. Hier bin ich, Herr König. Ich möchte gern mal wissen, ob du wirklich so klug bist, wie es scheint. Hör zu. Ich will dir ein Rätsel aufgeben. Wenn du das lösen kannst, dann werde ich... Ja, dann werde ich dich heiraten. Mich heiraten? Herr König, mich, eine arme Bauerntochter? Gut, Herr König. Ich will versuchen, es zu erraten. Hier ist das Rätsel. Komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gegangen, nicht gefahren, nicht auf dem Weg, nicht außer dem Weg.
Und wenn du das kannst. Will ich dich wirklich heiraten? Will der Herr König in einer Stunde vor dem Schloss auf mich warten? Ja. Wirst du es lösen? Ich will es versuchen. Nicht gekleidet, nicht nackend. Nicht geritten, nicht gegangen, nicht gefahren. Nicht auf dem Weg, nicht außer dem Weg. Möchte ich doch wissen, wie sie das Rätsel löst. Da kommt sie schon, der König. Ja, komm. Oh. Ja, komm. Komm. Ja, komm. Sie, komm. Komm. Ja. Ja, Esel, komm. Ja, komm. Ja, Esel, sie, komm. So gilt es, Herr König. Ich bin nicht gekleidet, aber auch nicht nackend. Ich komme nicht geritten, nicht gegangen, nicht gefahren. Und Sie? Ich bin nicht auf dem Weg und nicht außer dem Weg. Du hast das Rätsel getroffen und alles erfüllt. So sei es denn, wie ich gesagt habe. Ich nehme dich zu meiner Frau. Oh, mein König. Du sollst mit mir mein Land regieren. Lang lebe unsere Königin! Lang lebe sie! Warum kommst du nur so selten? In all den Jahren, seit der König mich zur Frau genommen hat, bist du nur viermal bei mir gewesen. Weil ich nicht stören will, Frau Königin. Vater, kannst du dich nicht daran gewöhnen, mich wieder Tochter zu nennen, so wie früher? Ja, das will ich tun, Frau Königin. Ja, aber du tust es nicht. Warum nur? Weil es sich so ziemt. Und auch deswegen, weil es mir Freude macht. Nenn mir einen Bauern auf der ganzen Welt, der zu seiner Tochter Frau Königin sagen kann. Also meinetwegen, wenn es dir Freude macht. Aber verbeuge dich nicht immer bis auf den Boden, wenn du zu mir kommst. Ja, Frau Königin. Sag, fehlt es dir an was? Kann ich irgendetwas für dich tun? Na, du tust schon so viel für mich und sorgst dafür, dass es mir an nichts fehlt. Ich bin glücklich und zufrieden, Frau Königin. Und alle lieben dich im Land, weil du ein Herz für die Armen hast.
Vater, entschuldige, ich muss mich jetzt verabschieden. Frau Königin. Wo ist mein Tierchen? Was ist mir denn da Feines zugelaufen? Ja, du bist ja ein braves Föhn. Du kommst mir gerade recht. Ich nehme dich mit, sieh dich groß. Und dann, so in ein, zwei Jahren, wirst du mir den Wagen ziehen. Da ist es ja, mein Füllchen. Was redest du da für ein dummes Zeug? Hände weg! Rühr mir das Tier nicht an! Siehst du nicht, dass es mit einem Strick an meinem Ochsen festgebunden ist? Das sehe ich wohl. Trotzdem bleibt es mein Füllchen und ich nehme es mit mir. Versuch's nur, mich daran zu hindern. Dann gibt's Maulschellenbauern, nicht zu knapp. Wie schmeckt dir die? Schläfst du mich auch noch? Lass mich zu meinem Füllchen. Ja, gib es mir zurück. Mein Mensch, gib mir mein Recht. Ich will zu meinem Füllchen. Ich gehe zum König. Der wird entscheiden, wem's gehört. Gut, ich begleite dich. Erzählen wir ihm die Geschichte. Dann wirst du ja sehen, was der König sagt. Wo das Füllen gelegen oder gestanden hat, da soll es bleiben. Wenn es von den Ochsen stammt, dann gehört es zu den Ochsen. Ja, aber es stammt vom Pferd, das Füllen. Da es an deinen Ochsen festgebunden war, so ist dies ein Zeichen, dass es zu dir gehört, Ochsenbauer. Danke, mein weiser König. So lautet also mein Urteil. Jeder von euch gehe seines Weges. Du ziehst mit deinem Ochsen und den Füllen nach Hause und du mit deinen Pferden. Ihr seid entlassen und kein Wort mehr. Ich hab gehört, wie dir's ergangen ist. Warum hast du nicht mit der Frau Königin gesprochen? Ach, die versteht etwas davon. Weil sie selber eine arme Bauerntochter war. Das ist ein guter Rat. Ich will mit der Frau Königin reden. Ich gehe gleich zu ihr. Du darfst es dem König nicht verübeln, Bauer, wenn du dich auch unrecht von ihm behandelt fühlst. Aber wie komme ich nun wieder zu meinem Füllchen, Frau Königin? Wenn du versprichst, keinem zu sagen, von wem du es hast, so will ich dir einen Rat geben. Ich verspreche es, Frau Königin. Hör zu, Bauer. Morgen früh, wenn der König von der Wachparade zurückkommt, stellst du dich vor dem Schloss auf die Straße und wirfst ein Fischernetz aus und tust so, als wolltest du Fische fangen. Kannst du das? Ja, leicht, Frau Königin. Aber ich sehe den Sinn noch nicht ein. Fische fangen auf dem Land? Du wirfst das Netz aus und fischt und fischt. Und dann schüttest du das Netz aus, als ob es voll von Fischen wäre. Und dann fischst du weiter. Ja, das tue ich. Aber ich sehe den Sinn immer noch nicht. Fische fangen auf dem Land? Hör zu, Bauer. Wenn der König dich dann fragt, was das zu bedeuten habe, dann antwortest du ihm einfach: Komm her, Bauer, damit niemand hört, was du ihm antworten sollst. Geh hin, Minister, und frage diesen närrischen Mann, was er da vorhat. Hey, Bauer! Der König will wissen, was du hier treibst. Ich fische. Wie kannst du fischen, du Tölpel, wenn kein Wasser da ist? So gut als zwei Ochsen ein Füllen kriegen können, so gut kann ich auch auf dem trockenen Platz fischen. Hey, Bauer! Der König will dich sprechen. Komm! Das hast du nicht von dir. Von wem hast du das? Gott bewahr's. Ich hab's von mir, Herr König. Ich frage dich noch einmal. Von wem hast du das? Gott bewahr's, Herr König, ich hab's von mir. Ins Gefängnis mit ihm, in den Block. Und zweimal täglich 10 Hiebe mit der Peitsche, bis er gesteht, von wem er es hat. Gnade, Herr König, Gnade! In den Block mit ihm! Und täglich 10 Hiebe mit der Peitsche! Zweimal!
Oh, wie weh das tut! Ich hab's von mir! Hör auf! Hör auf! Wirst du jetzt sagen, von wem du es hast? Nein! Das halte ich nicht aus! Ich höre ja auf! Ich sage es ja! Ich hab's von der Frau Königin. Der Mann ist frei. Lass ihn laufen. Und sein Füllen soll er auch wieder haben. So falsch zu mir. Wie kommst du darauf, mein Gemahl? Muss ich dir das noch sagen? Hast du mich nicht vor aller Welt lächerlich gemacht? Hast du nicht einem Tölpel von Bauern Ratschläge gegen mich erteilt? Es stimmt, ich habe ihm einen Rat gegeben, aber nicht gegen dich. Nur mein Unrecht gut zu machen, das du ihm zugefügt hast. Und das war böse von dir. Welch eine Königin, die ihren König verrät. Das wollte ich nicht, Herr König. Wie es auch sei, ich will dich nicht mehr zur Gemahlin. Deine Zeit ist um. Geh wieder hin, woher du gekommen bist und wo du hingehörst. In deine Bauernhütte. Bitte. Bitte. Gut, ich erlaube dir zum Abschied das mitzunehmen, das dir am liebsten ist. Ja, lieber Mann. Wenn du es so befiehlst, will ich es auch tun. Bitte warte hier auf mich, damit ich Abschied nehmen kann von dir. Wollen wir den Abschied nehmen, lieber Mann? Nein, nein. Ich habe ihm nur einen starken Schlaftrunk gemischt. Bald wird er wieder aufwachen. Wickelt den König in die Decke und bringt ihn vor das Schloss. Dort warte ich auf ihn. Vorsichtig. Bitte. Vorsichtig. Oh, meine Tochter. Was hast du nur mit unserem Herrn König gemacht? Keine Angst, Vater. Er wird bald wieder aufwachen. Schläft aber schon den ganzen Tag. Was ist, wenn er nun nicht mehr aufwacht? Hä? Was wird er da sagen? Gar nichts. Das sagst du so. Er wird mich wieder in den Block legen lassen. Vater, geh du nur an deine Arbeit und lass mich mit dem König allein. Mach mir große Sorgen. Große Sorgen mache ich mir um dich, meine Tochter.
Gott, wo bin ich? In meiner Bauernhütte. Wo ich hingehöre. Ja, aber was soll das? Wie komme ich hierher? Du hast mir befohlen, das Liebste aus dem Schloss mitzunehmen. Nun habe ich doch nichts Besseres und Lieberes als dich. Da habe ich dich einfach mitgenommen. Du sollst mein sein. Und ich dein. Und verzeih mir, dass ich dich so gekränkt habe. Der bist du.